Naja, die Begeisterung ist sehr überschwänglich. Ich schlage Folgendes vor, ihr müsst hier vorne den Fußweg lang. Kurz vor der Afrika-Anlage sitzt oft eine Ente, das ist ein Vogel. Ich frage nochmal, wollt ihr noch einen Vogel sehen? Ja! Okay, die Kinder dürfen bleiben, der Rest kennt ihr nicht. Nein, fühlt euch nicht am Schlips getreten. Der Letzte, der kommt, der wollte schon von Anfang an mit dabei sein. Und zwar ist das hier unsere Hera. Hallo, Madame. Hallo. Hera? Bitte schön. Und los geht's. Begrüßt ihr euch mit einem dicken Applaus. Wie sie heißt, denn es ist ein amerikanischer Weißkopfseeadler. Weißkopfseeadler sind, wenn sie geboren werden, rabenschwarz. Hera, weg! Komm mal rüber hier! Rabenschwarz färbt der Vogel sich peu à peu um und es dauert so 5 bis 7 Jahre, bis er komplett ausgefärbt und dann auch geschlechtsreif ist. Jetzt im Moment eignet sich so ein Adler auch hervorragend als Laubfeger. Mit knapp 2 Meter Spannweite, 2,20 Meter um genau zu sein, und mit einem Körpergewicht von fast 5 Kilo ist das ein durchaus stattlicher Vogel. Jetzt mal ein bisschen darüber, dass du das Strecke macht. So ein Vogel hat aber noch etwas da zu bieten, nämlich große Fänge. Damit ist er ein hervorragender Fischjäger. Er zieht mit geringer Höhe über die Wasseroberfläche und greift sich dann darunter befindliche Fische aus dem Wasser heraus. Wir haben heute keine Kosten und Mühe gescheut und wollen euch das einmal zeigen, wie dieser Vogel Fisch fängt. Dafür haben wir aus Süddeutschland die Familie Fisch eingeladen. Hallo, herzlich willkommen, Familie Fisch. Sie werden jetzt hinterrücks vom Adler überrascht. Achtung! So, ihr braucht gar nicht so mächtig zu schmunzeln, wir kommen noch zu euch. Warte, jetzt hier die Hunde. Seeadler gibt es bei uns in Deutschland auch noch. Guck mal hier, sie möchte ein Foto machen. Sollen wir mal zusammen ein Bild machen? Der Adler kommt relativ nah. Ich sag mal so, das Bild wird schwarz. So, herab! Vorsehen, Adler kommt! Ja. Das ist der Herbstwald. Schau mal. Da ist kein Adler zu sehen. Da ist aber auch schwer. So, ein Seeadler braucht Wind und Thermik, um sich nach oben zu schrauben. Und dann kann er stundenlang segeln. Rekordhalter ist und bleibt der Andenkondor. Der kommt bis auf 10.500 Meter. Jetzt probieren wir einmal, die Hera die komplette Bahn lang zu fliegen. Wir nennen das Laola-Welle. Und mit dem Flug haben wir auch schon mal geschafft, einen Rentner von der Bank zu schießen. Haltet euch bitte jetzt gut fest, wenn die Hera euch ein bisschen näher kommt. Ein Tipp, bitte bleibt da stehen, da reicht, Vorsehen, Adler kommt. So, das war jetzt nur zum Warmwerden. Jetzt probieren wir es einmal auf der langen Geraden. So, Achtung, Konzentration. Bitte nicht zu früh ducken, sonst liegt er schon mit der Nase im Dreck, bevor der Vogel kommt. Hera, hey! So, Hera denkt nach. Der Kopf ist schon mal leicht gesenkt, Vorsehen, Adler kommt. Hera denkt gerade nach, ob sie sich nicht so ein Kolli greifen sollen. Grundsätzlich ist so ein Adler aber auch in der Lage, Wassergeflügel zu fangen. Enten und Gänse werden da erlegt, wobei die nicht dumm sind. Die gehen, pfiffig wie sie sind, auf die Wasseroberfläche und tauchen immer ab in dem Moment, wo der Adler ihnen zu Quere kommt. Da muss der Adler Kondition beweisen und dementsprechend häufig die Gans anfliegen, um sie sich dann von der Wasseroberfläche runterzusammeln. So, Hera zeigt sich hier von ihrer besten Seite. Aufgrund ihrer Größe und ihres Gewichtes ist es schon recht mühsam, hier ohne Großwindunterstützung zu fliegen. Hera, hey! So, einmal hole ich den Vogel noch hier vorne an. Und mit dem letzten Flug von unserer Hera möchten wir uns dann gleich... Oh, warten wir noch gerade. Achtung, und gelandet. Mit dem letzten Flug von unserer Hera möchten wir uns dann jetzt... Thank you.
möchten wir uns bedanken, dass ihr uns zugeschaut und zugehört habt mit folgender Bitte. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt es bitte weiter. Wenn es euch richtig gefallen hat, schreibt doch gerne mal eine E-Mail am Zoo. Die überlegen jedes Jahr wieder, ob sie uns buchen sollen. Wenn genug Gäste die Idee haben, dass sie es gut gefunden haben, haben die da gar keinen Zweifel dran. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann sagt es bitte uns, denn wir können Geheimnisse für uns bewahren. Eine ganze Weile. Wer jetzt die Hera noch mal aus nächster Nähe sehen möchte, kann das hier vorne an dem Zelt hier gerne tun. Da könnt ihr noch mal näher rutschen. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß hier im Park. Dann Dankeschön, tschüss zusammen und bis bald.